Die Tageslosung lautet: Die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Daniel 12, Vers 3. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Also heute hätte ich mich ja von meiner Mentalität her lieber wieder direkt auf den Lehrtext gestürzt und hätte gesagt, wie wichtig es ist, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind und wie schön es ist, in seinem Dienst stehen zu können. Aber der Herr hat mir gesagt, nein, heute guck dir bitte mal Daniel 12, Vers 3 an. Und das klingt ja auch ganz herausragend, ganz vorzüglich, ganz schön. Und dann habe ich aber gedacht, ich schau mal in den Kontext und da habe ich entdeckt, dass da wieder eine Gegenüberstellung von zwei Gruppen steht. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelsfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt. Bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Ja, wie gesagt, zwei Gruppen. Die einen werden aufwachen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Und der Vers hier beleuchtet natürlich die, die zum ewigen Leben aufstehen werden. Das ist sehr hoffnungsvoll. Jetzt habe ich weitergelesen und habe gedacht, auf wen bezieht sich das eigentlich? Dabei muss ich bekennen, dass das für mich alles gar nicht so ganz einfach zu verstehen war und ich auch einen Kommentar im Internet und schon andere Predigten zur Hilfe genommen habe, um das zu verstehen. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir das heute antun sollte von Gott her. Aber ich bin dann am Ende zu dem Schluss gekommen, dass sich dieses Kapitel auf den Überrest der Juden bezieht, also auf sein Volk. So, das wiederum bedeutet, dass dieses Kapitel sich nicht auf uns bezieht, sondern auf sein Volk, die Juden. Und was ja auch deutlich wird in diesem Text ist, dass es tatsächlich die richtig schlimme Endzeit ist, die richtig so krass ist, wie wir sie heute noch nicht kennen und wie sie auch die Juden heute noch nicht kennen. Aber sehr hoffnungsvoll, wie gesagt, ist ja, dass dort von dieser Einteilung die Rede ist. Also hier geht es scheinbar tatsächlich um Himmel und Hölle. Jetzt sagt man ja immer, man soll nicht mit Himmel und Hölle kommen. Ich selber gehöre auch dazu, dass ich eigentlich lieber auf den Herrn und auf den Himmel und auf die Ewigkeit mit ihm schaue. Aber es gibt ja nun mal genügend Bibelstellen, wo diese Spaltung, diese Trennung vorgenommen wird von Gott selbst. Und wir sollten das ernst nehmen. An einen Himmel und eine Hölle glauben eben nicht nur die Katholiken, wie mal jemand zu mir gesagt hat, sondern
alle Christen. Es ist eine Wahrheit, die Jesus Christus selbst oft genug ausgesprochen hat, dass es ewiges Leben und ewige Schmach geben wird. Und wenn wir bekennende Christen sind, dann dürfen und müssen wir das bekennen und bezeugen. So wie dann in dem zweiten Teil der heutigen Botschaft steht, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Und wenn wir Botschafter an Christi Stadt sind, dann dürfen wir nicht immer nur das hochhalten, was uns Hoffnung gibt und was uns die schöne Verheißung des ewigen Lebens vermittelt. Sondern Jesus Christus hat ganz klar gesagt, du kannst dich entscheiden. Und es scheint auch so zu sein, dass die Dinge, die wir in der heutigen Zeit tun, eine Richtung angeben für die Zeit, die danach kommen wird. Vor allem die Zeit am Ende dieser Welt, aber auch danach. In welche Welt treten wir ein? Und dann kann ich am Ende wieder nur bei mir selber anfangen zu schauen, was ich denn denke, in welche Welt ich eintreten werde. Und dann steht hier geschrieben, ein verständiger Mensch wird leuchten wie des Himmels Glanzes. An der Stelle frage ich mich, inwiefern bin ich wann ein verständiger Mensch? Ja, ich muss mir diese Frage stellen. Inwiefern trifft das auf mich persönlich zu und warum? Auch wenn diese Nachricht an die Juden gerichtet ist, ganz offensichtlich, und wenn das Volk Gottes betrifft, dennoch muss ich mir die Frage stellen, werde ich die Ewigkeit sehen? Und wie werde ich die Zeit erleben, in der diese Welt zu Ende geht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte sie nicht von der anderen Gruppe aus betrachten und erleben müssen. Ich möchte zu den Verständigen gehören. Was bedeutet denn jetzt also verständig sein in diesem Zusammenhang? Ein verständiger Mensch, so meine ich es herausgefunden zu haben, ist in diesem Zusammenhang jemand, der sich dieser Dimension bewusst ist, dass das, was ich heute tue, das, was ich heute lebe, auch Einfluss hat auf die kommende Zeit. Und dass wir auf die Ewigkeit hinleben. Und dass unsere Entscheidungen nicht nur Auswirkungen haben in dieser, sondern auch in der zukünftigen Zeit. Also im Grunde könnte einem da Angst und Bange werden. Auch mir. Weil ich in dieser heutigen Zeit natürlich bekennen muss, dass ich auch immer noch und immer wieder dieses Bewusstsein verliere und aus der falschen Motivation heraus handel, sündige oder falsche Wege einschlage. Das Gute ist die Erlösungstat Jesu Christi. Aus Liebe zu uns hat er sein Sterben auf sich genommen und seine Auferstehung ist wahrhaftig. Aber sein Tod war nicht umsonst und es ist keine billige Gnade, liebe Freunde. Und so kann ich auch heute früh wieder selbst bekennen, dass ich schuldig geworden bin vor Gott, vor mir selbst und vor den Menschen. Und es gehört zu meinem täglichen
Sein dazu, dass ich die Vergebung Gottes durch den Tod Jesu Christi, durch seine Heilstat annehmen kann, indem ich Buße tue und vor Gott bekenne, wo meine Schuld liegt. Ich habe das getan, ich tue das oft genug inzwischen, aber ich merke doch, dass der Herr mich immer wieder darauf aufmerksam macht und dass es wahrscheinlich nicht oft genug ist. Und vielleicht darf ich auch das immer wieder feststellen, um euch darauf aufmerksam zu machen, Leute, wir können es nicht oft genug tun. Wenn wir es jetzt in diesem Moment getan haben, dann kann es sein, ich gehe vor die Tür und werde schon wieder schuldig. Ja, das ist vergeben. Und wir brauchen nicht, uns unserer Schuld und unserer Schwäche zu rühmen. Aber wir müssen uns ihr bewusst sein. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir befreit sind. Dass wir befreit sind, diese Sünde nicht mehr zu haben und nicht mehr zu leben. Wir sind befreit. Und wir dürfen aus der Gnade heraus frei von Sünde leben, frei von schlechten Taten leben und frei von schlechten Gedanken leben. Nehmt dieses Gnadengeschenk an und wann immer ihr merkt, dass ihr wieder im Alltagstrott und in dieser Seifenblase der fertigen Gerechtigkeit, des fertigen Heils dahinschwimmt und gar nicht merkt, wie ihr Jesus nicht gefällt, dann nehmt euch vor, früher aufzuwachen und früher wieder diesen Frieden zu bekommen. Ich glaube, dass das auch ein Stück weit der Grund ist, dass wir alle so unbefriedet durch die Gegend laufen, weil wir nicht oft genug vor den Herrn kommen und diesen Frieden und diese Vergebung und diese Gnade für uns in Anspruch nehmen, weil wir einfach so dahin leben, ohne uns bewusst zu sein, dass genau dieses einfach nur so dahin leben einen Einfluss auf die Ewigkeit hat. Und so wünsche ich euch jetzt und segne euch mit dem Frieden, der höher ist als aller Verstand, als alle Gefühle, die wir haben, als alle Vernunft. Mit dem Segen und dem Frieden des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.